honte, hein? Un ceinturon. Des gants. Donc les gants pour se protéger. J'ai mis des gants. Voilà. Bon là, on est renforcé au niveau du pantalon. Le cuir, c'est là. Après on met le casque. Donc le casque, comme le casque, ça va être avant. Alors un casque. Le casque. Et un casque. Et quand on baisse, bah, on est protégé partout. Mais vous voyez à travers? Ouais, ouais, je vois à travers. Ça fait comme des lunettes de soleil. D'accord. T-Shirt ist rot, zusammen verdienen wir uns unser Brot. Wusstet ihr schon, dass ich Tüdern heiße? Wenn nicht, dann hört mir zu, ganz weise. Ich bin Lilly, ich tanze gern. Ich wohne in Köln auf einem anderen Stern. Mein Name ist Jan, ich habe ein rotes T-Shirt an. Und in der Serie seht ihr, was ich tue und was ich kann. Ich mag Sport. Ich hasse Sport. Ich liebe Sport. Ich mag Sport. Ich trainiere gern. Ich mache keinen Sport. Ich bin kein Sportfan. Ich suche nach der perfekten Sportart für mich. Tennis. Das ist die richtige Sportart für mich. Also, das hier ist ein Ball, ein Tennisball. Und das hier ist ein Schläger, ein Tennisschläger. Der Jan, der wird jetzt den Ball mit dem Tennisschläger schlagen. Und der Alex, der wirft den Ball. Kommt mit. Das hier ist ein Tennisnetz. Und das hier ist ein Tennisplatz. Und wir stehen jetzt hier in einer Tennishalle. Rebecca. Hallo. Wir wollen alle gleich gegen Chidem spielen. Kommt mal mit. Sagt mal, wäre es nicht besser, wir üben schon ein bisschen zusammen? Ich meine, wenn Chidem kommt, dann haben wir einen kleinen Vorteil. Ihr wisst, was ich meine. Ja, aber Alex, ich glaube nicht, dass das viel bringt. Doch, Chidem ist einfach zu gut. Lasst es uns ausprobieren. Okay. Okay. Ich bin Boris Becker. Ihr gebt mir die Bälle an. Los! Nochmal. Hey, könntet ihr mal aufhören, mich zu bewerfen? Okay, nochmal. Sagt mal. Und ihr sagt... Chidem spielt richtig gut Tennis? Ich glaube schon, ja. Ich habe sie in der Umkleidekabine gesehen. Die hat alles neu. Ja. Neues Hemd, neuen Rock, neue Schuhe. Sie sieht aus perfekt. Wir machen uns lächerlich. Ja, wirklich. Da ist sie. Na, hat jemand Lust, Tennis zu spielen? Oh. Okay, lasst uns beginnen. Okay. Wir spielen gemischtes Doppel. Und zwar Chidem und ich gegen euch beide. Jan, du sollst mit mir spielen. Naja, ich
Ich dachte halt, das wäre mal was anderes. Nein, nein, lass Chido mit Alex spielen. Ja, okay. Ist mir auch recht. Gut. Nein, 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 ich habe eine bessere Idee. Mädchen gegen Jungen. Ich sag dir, die machen uns fertig mit Chidem. Die schlachten uns ab. Tja. Du stehst da. Und ich stehe hier. Fertig? Ja. Ich bin Steffi Graf. Chidem, warum spielst du denn nicht? Sind wir nicht gut genug für dich? Wieso? Machen wir irgendetwas falsch oder? Keine Ahnung, ich habe noch nie Tennis gespielt. Was? Was ist das? Also, das hier ist ein Ball, ein Tennisball. Was ist das? Das ist ein Tennisball. Was macht er? Der Jan, der wird jetzt den Ball mit dem Tennisschläger schlagen. Was macht er? Er schlägt den Ball. Ich mag gerne Badminton. Ich mache gerne Leichtathletik. Ich mache gerne Gymnastik. Ich spiele gerne Fußball. Ich spiele gerne Volleyball. Ich laufe gerne Schlittschuh. Bergsteigen ist langweilig. Ich spiele manchmal Fußball. Wie wäre es mit Bergsteigen? Also, komm, wir versuchen das einfach. Diesmal mache ich's. Für alle Frauen auf der Welt werde ich's diesmal machen. So, ist jetzt ganz fest. Dann kann's jetzt losgehen. Okay. Jetzt sind wir fertig. Nun könnte ich sogar die Zugspitze hochklettern. So, du kannst jetzt hochkommen. Nein, ich will nicht. Ach, versuch doch mal. Das ist nicht so schwer, wie es aussieht. Das ist mir zu hoch. Gut, wacht mal einen Augenblick. Ich komm dann runter und zeig's dir unten. Warum will Chidem nicht hochklettern? Das ist mir zu hoch. Warum will Chidem nicht hochklettern? Weil es ihr zu hoch ist. Ich schwimme nicht gerne. Ich schwimme am liebsten. Ich mache auch gerne Aerobic. Ich spiele gerne Badminton. Am liebsten gehe ich segeln. Ich segle nicht gerne. Ich laufe gerne Ski. Am liebsten wandere ich. Am liebsten mache ich Gymnastik. Ich rudere nicht gerne. Schwimmen? Nee, das ist langweilig. Fußball? Nein, danke. Baseball? Das ist zu amerikanisch. Arne Schwarzenegger, hier komme ich. Und nun? Das ist ja einfach. Also ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, was das Ding bewirken soll. Ich schätze mal, es ist für die Armmuskeln. Da ist was Gutes. Das ist eine Joggingmaschine.
irgendwie ist die auch langweilig. Man läuft und läuft und läuft und kommt nirgendwo an. Das ist eine Maschine zum Fahrradfahren, aber die ist genauso langweilig wie die anderen. Mit der kommst du nirgendwo hin. Diese Maschine ist gut für die Rückenmuskeln. Und das macht mich schön. Aber das hier, das macht Spaß. Diese Maschine ist gut für die Beinmuskulatur. Also diese Maschine ist gut zum Schlafen. Rechte Hand an die Hüfte und zieh nach rechts. Ziehen. Ziehen. Aus der Taille in die Länge. Und die Arme hoch und die Arme höher. Ziehen und ziehen. Und vier. Drei, zwei und wieder wechseln. Auf vier. Links. Rechts. Und die Schultern langsam kreisen und noch einmal kreisen. Also Aerobic mit meinen Freundinnen ist tausendmal besser als Fitness. Und die Knie beugen und strecken. Und die Beine nach vorne und die Fersen auf den Boden stellen. Und ganz langsam wieder aufrichten. Und hoch in die Knie und gehen. Gehen, zwei, ab, auf. Hopp, weg. Und geht tief, 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 hoch, hoch, tief, tief, da. Und hoch, hoch, tief. Und geht. Rechts, links, hoch, rechts, links, rechts, links. Die Maschine einfach oder schwer? Das ist ja einfach. Ist die Maschine einfach oder schwer? Die Maschine ist einfach. Wofür ist die Maschine gut? Diese Maschine ist gut für die Rückenmuskeln. Wofür ist die Maschine gut? Die Maschine ist gut für die Rückenmuskeln. Gymnastik ist hart. Hockey ist anstrengend. Windsurfen macht Spaß. Wasserski ist aufregend. Tanzen ist harte Arbeit. Am allerliebsten spiele ich Golf. Golf ist ziemlich anstrengend. Skilaufen. Das sieht ganz gut aus. Nein. Ah, Golf. Golf, das ist gut. Alexander, was machst du denn da? Ich dachte, wir wollten Golf spielen. Tidem, ich kann kein Golf spielen. Lass uns nach Hause gehen, ja?
entschieden. Es regnet. Das ist doch wohl egal, das bisschen Regen. Ich kann doch so nicht Golf spielen. Na klar kannst du Golf spielen, ich kann's doch auch. Ich hol mir noch eine Erkältung. Sei mal endlich wie ein Mann. Okay, gib mir einen Schläger, ich zeig dir, dass man nicht spielen kann. Oh nein, guck dir das an. Wie soll ich da rein? Ida, bitte! Ich will nicht mehr! Wir spielen jetzt Golf! Komm mit! Ich werde ganz nass und ich kriege eine Erkältung. Und du bist wie ein kleines Baby. Bitte lass uns doch zurückgehen, bitte! Nein, wir spielen jetzt Golf! Bitte, ich will nicht mehr! Bitte, bitte! Ich lass... aber! Hör mal, ich erkälte mich wirklich! Ich kann nicht mehr! Bitte, ich will zu Männer! Was will Chidem? Alexander, was machst du denn da? Ich dachte, wir wollten Golf spielen. Was will Chidem? Chidem will Golf spielen. Wie ist das Wetter? Chidem! Es regnet! Wie ist das Wetter? Es regnet. Am allerliebsten spiele ich Basketball. Ich spiele nicht gern Basketball. Ich treibe viel Sport. Ich spiele gerne Basketball. Ich spiele gerne Hockey. Ich spiele oft Basketball. Ich treibe nie Sport. Am liebsten gehe ich in die Tanzschule. Mal sehen, was ich noch ausprobieren könnte. Wie wäre es mit Basketball? Hey, das wird das war. Alex! Ja. Hallo! Hi! Grüß dich! Kann ich mit Basketball spielen? Ich frag mal, ja? Hört mal zu. Also, sie will wirklich mitspielen. Ja, also. Nein. Also, sie haben gesagt, nein, es geht nicht. Tut mir leid, ich hier. Weißt du? Ah! Geh mal raus hier. Weißt du, wir hätten sie wirklich mitspielen lassen sollen. Ja, ich meine, sie ist halt ein Mädchen. Sie hat keine Kondition, sie hat keine Ahnung von solchen Sportarten. Ach, jetzt komm. Chidem! Ja! Nicht schlecht. Für ein Mädchen. Warum lässt Jan Chidem nicht mitspielen? Ich meine, sie ist halt ein Mädchen.
Warum lässt Jantschi denn nicht mitspielen? Weil sie ein Mädchen ist. Tschüss. Tschö. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis später. Bis dann. Und du? Wie oft treibst du Sport? Welchen Sport magst du am liebsten? Wer ist dein Lieblingssportler?